gehen wir auch mal direkt in das Spiel rein. Dann erkläre ich euch noch mal ein bisschen was. Wer bin ich und was mache ich eigentlich hier? Angefangen haben wir hier links unten mit dem Tutorial. Also das vielleicht auch noch mal quasi als kleiner Disclaimer. Wenn ihr mich hier spielen seht, ich habe von dem Spiel überhaupt keine Ahnung. Ich habe damit quasi auch erst angefangen. Das ist mein erster Run. Und ich habe hier mit dem Tutorial angefangen. Und da fängt man eben hier irgendwo in Irland an. Bin dann ja auch relativ schnell hier König von Irland geworden. Also das habe ich dann hinbekommen. Was sehr, sehr, sehr lange gedauert hat, war dann hier England einzunehmen. Ich glaube, hier zwischenzeitlich auf Schottland hatten wir dann eigentlich immer irgendwie Ansprüche und so. Also das ging relativ schnell. Und hier in Wales haben wir die Ansprüche einfach fingiert. Genauso wie hier oben. Hier können wir mal gucken. Das sind irgendwelche internen Kämpfe. Ja, da kloppen die sich intern. Sollen die mal machen? Kann ich jetzt nicht so richtig... Also ich habe zu viel zu tun, als dass ich mich damit jetzt auch noch irgendwie beschäftigen könnte. Ansonsten ist unser König noch nicht ganz so lange drin. Ich muss mal eben noch mal ein bisschen die Musik leiser machen. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber ich finde immer, die Musik ist irgendwie immer zu laut. Ich habe halt auch einfach das ganze Ding ein bisschen... So. Ja, wie wir dann an Frankreich gekommen sind, fragt mich nicht. Da hat wer was geerbt und keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall schon dann die krasseste Story. Und genauso wie hier, hier haben wir teilweise Leute vasallisiert. Über irgendwelche Ehen bin ich da dran gekommen an diese Gebiete. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch so das nächste Ziel. Genau, was haben wir letzte Mal gemacht? Wir haben noch beim letzten Mal tatsächlich einen Krieg geführt, einen internen Krieg. Und zwar habe ich gegen den König von Frankreich Krieg geführt, weil der mir hier zu mächtig wurde und ich fand, dass eigentlich so ein Königstitel eher mir zusteht. Ja, kann man sehen, wie man will. Dann haben sich da doch tatsächlich um die 30.000 Mann gegen mich erhoben. Ich hatte dann noch ein paar Verbündete, sodass ich ungefähr so auf 40.000 oder so kam. Und dann hatten wir das auch relativ schnell gewonnen. Und vor allem konnte ich dann hier dieses Herzogtum diesem König abnehmen. Was ich jetzt auch direkt an meinen Sohn vergeben habe. Ja, was machen wir hier sonst, ne? Ich meine, der Typ ist immer noch eingesperrt. Theoretisch kann ich ihm noch Sachen aberkennen. Aber nicht. Das hier, weil es gerade in einem Krieg umkämpft ist. Das ist natürlich doof. Ja, die Gegner von ihm haben das natürlich genutzt, dass ich ihn jetzt geschwächt habe. Und haben ihn dann angegriffen. Ja. Nicht so schön. Wir müssen, können ja mal gucken. Ja, also das wird er nicht schaffen. Und dann wird er hier König von Frankreich. So, wer ist hier noch was von wo beeinflusst? Ja, können wir weiterlaufen einmal noch. Wie gesagt, das hier sind immer noch... Was? Oh, der kämpft gegen den Lappen. Da bin ich ja mal gespannt, was der Lappe raus macht. Ich meine, spätestens wenn ich in 3 Monaten eingreife, hat er natürlich wieder bessere Chancen. Und hier mein Sohn. Also wie gesagt, das gefällt mir nicht.
So, jetzt gehört das dem. Und dann wirst du... Oh, greifen wir zu oder greifen wir nicht zu? Oh, das... So. Tongefäß. Aha, okay. Ja, meine Krieger werden bereit sein. Definitiv. Haben wir noch ein Druckmittel? Werder, was bist du denn? Wem gehört hier Leinster? Okay, nee, ist trotzdem Tyrannei. Hä, ich das dadurch, das durchblicke ich gerade nicht so richtig. Wem gehört denn hier Thüringen? Grafschaft von Orlamünde. Hier hat sich doch irgendwie was. Was? Das ist der Erbe nur. Naja, jetzt steht es natürlich auch, das sind nur Ansprüche. Okay. Wer, Werder, was bist du? Du gehörst zum... Okay. Ja, dieses Thüringen ist hier irgendwie zerfallen. Ah, weil er jetzt hier auch... Der französische König ist hier jetzt... Herzog von Thüringen. Naja. Gut, aber mich interessiert ja erstmal was anderes. Ich will ja erstmal jetzt hier Krieg führen. So, wie sieht das aus mit diesem Ding in 11 Tage noch? Ach, der französische König hat eine Fraktion gegen mich geschaffen. Niedrigere Lehnsautorität, naja, gut. Meine Tochter vielleicht mal wieder? Meine Schwester? Das finde ich auch gut. Natürlich nur die Frage, wann der da jetzt ausbricht. Exotische Waffen. Ich soll Kaiserreich von Franzien halten. Müsste ich mal schauen. Franzien übernehmen.
Ja, das fehlen noch 29 Grafschaften, dann könnten wir das übernehmen. Oh, versuchter Mord. War sie das? Ja, tatsächlich. Ja. Erpressen. So. Ja, es ist ausgelaufen. Das heißt, wir können jetzt ihm Krieg erklären. Meine eigenen Ansprüche, das Earltum, das haben wir gerade gekauft quasi. Ansonsten hätten wir jetzt hier noch andere Sachen. Nö, da würde ich sagen, dann machen wir meinen eigenen Anspruch hier. Teilzunehmen. Nach seinem Beginn wird dieser Krieg unentschieden enden. Ja. Ja gut. Oder wir warten halt. Beginnt in 12 Monaten. Ich glaube nicht, dass wir es in 12 Monaten schaffen, oder? Ärgerlich. Annehmbarer Unterhändler. Naja. Ja, gute Frau. Dann würde ich doch mal sagen, müssen wir Ihnen leider Vasallen entziehen oder eigene Gebiete entziehen. Da müssen wir jetzt noch mal. Das müssen wir jetzt noch mal kurz uns anschauen. Also. Ich würde sagen, dass wir ihr das hier wegnehmen. Ich verstehe es gerade sowieso nicht. Wir ihr dann persönlich wegnehmen. Müssen wir nochmal anwählen hier. Hier ist ein Typ. Das gehört auch ihr. Ja, dann nehmen wir ihr das hier weg. So. Genau. Ist auch komisch, dass das hier so immer so gebogen ist. Aber auf jeden Fall möchte ich ihr Titel aberkennen. Was habe ich gerade gesagt? Das hier, ne? Wird mein Rivale. Und 18 Meinungen wegen Tyrannei. Das ist natürlich schon eine Menge. Was denn hier? Ach, guck mal hier, Stonehenge. Möchte ich das behalten für mich selbst? Und dafür lieber hier Hurstington Stone abgeben? Oder dieses Stafford hier? Das wäre natürlich schon cool, wenn ich mir einfach das Ganze hier schnappen würde.
Dann wird mir hier auch Oxford gehören. Könnte ich das ein bisschen pushen? Entwicklungstechnisch. Ich glaube, das mache ich. So langsam quasi. Ja, mal kurz schauen, was ich dann abgebe. Ach so, oder was? Nee, hier gehört mir ja nichts, ne? Gehört meinem Sohn. Ja, dann würde ich sagen, geben wir das doch ab an einen nordovalisoirischen Herrscher. Oder den anderen Sohn. Warte mal. Ja, vergeben an meinen Sohn. Nee, dann machen wir es andersrum. Dem Titel vergeben. Den da. So. Dann haben wir das erledigt. Boah. Was ist hier? Ist irgendwas neu? Ach, das Tongefäß. Meinung vom Klerus, Meinung von Glaubensgeschwistern. Ah, ne. Okay. Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Als erstes uns nochmal hier reinziehen. Ja. Okay, ich glaube, das reicht. Oh, ach so, wir waren die ganze Zeit dabei mit ihr hier. Bis 1306, also 12 Jahre. Ah, ich würde mal sagen, das bringt nichts mehr hier. Da suchen wir uns lieber andere Vasallen. Hier. Okay. Wann geht's hier los? In 10 Monaten. Derzeit kloppen die sich hier noch ein bisschen. Boah, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich mit all meinen Männern darunter will. Aber das machen wir heute noch. Ja, hier müsste es auch irgendwo stehen. Da, Tyrann. Minus 17. Also es dauert schon noch 5 Jahre ungefähr.
verlangt den Titel Grafschaft von Valois. Uns mal angucken. So, das. Das hätte der französische König hier gerne. Naja. Was habe ich so einem niederen Grafen mal gegeben, oder? Was ist da passiert? Nordo war die so irischer Graf, ja genau. Einfach damit der da ein bisschen die Kultur schon mal fördert. Warum ist der bemerkenswert? Oh, 22. Man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, dass die Leute gar keinen eigenen Willen haben. Ja, ich will aber hier den französischen König nicht stärken. Ich will den eigentlich schwächen. Das geht an seinen Sohn. Das geht auch an seinen Sohn. Ach, hat der auch Primogenitur jetzt? Oder ist das dann, gilt das nur für mich? Ich meine, er hat jetzt auch kein anderes Kind hier anscheinend. Das ist auch noch was ich noch nicht so richtig weiß. Was? Er versuchte das Laster. Nee. Vasallentum anbieten. Das wäre eigentlich geil, wenn das gehen würde. Ablässe erbitten. Ah, da passiert nichts. Ich dachte, dass er mit diesem Mord irgendwie vergeben kann. Können wir dieses Fest mal machen? In 6 Monaten ist es soweit. Noch ein Freund. Ja, also ich würde hier immer das Gleiche erobern. Ja, das funktioniert halt nicht so richtig. Bin begeistert. Nee, das will ich nicht. Aber noch so eine. Das haben wir uns, glaube ich, schon angeguckt, ne? Die von York. Da hatte ich doch schon irgendwas ab. Hier was aberkannt. Wegen dieser einen Dingens. Der Fluch endet. Ach, sie war das. Er kann da jetzt die Geheimnisse nicht mehr aufspüren, weil die erstmal tot ist. So. Aber ihr gehört ja auch noch jetzt so viel, was ihr nicht gehört. Da hat sie einen Vasallen.
so, das sind die kleinen Baronien hier. Wie heißen die? Doch, Baronien. Naja. Drei meiner Höflinge besprechen absichtlich in meiner Hörweite meine große Zahl an Titeln. Ne, Enis will ich schon mal gar keinem geben. Guck dir so. Ja, von Enis ist doch... Ach so, nee, das ist ja... Enis? Habe ich jetzt Enis mit Ines verwechselt? Nein, Enis, doch Ennis. Genau, Ennis, aber die Stadt heißt Ines. Nee, nee, das kriegt keiner von euch. Erstmal. Ich kann später nochmal drüber reden und so. Mächtige Vasallen, Bürgermeister, kann euch Lösegeld. Bürgermeisterin eingesperrt. Raus! Raus mit dir! Oh, die sieht auch schon so aus, als wenn die so... wenn die so gehen wollte. Ja, auf Wiedersehen. Haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges? Ja, wie gesagt, aber das... Ah, oh, sie ist auch ein mächtiger Vasall, ne? Kann ich da nicht? Ne, es geht irgendwie nicht. Kreuzzug um Jazeera. Ich hab gar nicht gesehen, auf was wir da... Deus Vult! Ja, aber ist ja trotzdem ähnlich. Ich würde sagen, wir heben hier alles aus. Wäre jetzt so mein Vorschlag. Das habe ich mir fast gedacht, dass er das tut. Das war ja eigentlich auch mein Plan. Ja, man merkt schon, also ein bisschen verstehe ich mittlerweile das Spiel und kann solche Sachen beeinflussen. Aber ich würde erstmal das ganze Kriegsvolk nehmen. Plus... ja. Plus die lokale Armee, definitiv. Und hier können wir vielleicht auch nochmal die lokale Armee nehmen. Dann müssten wir so um die 15.000 ausgehoben haben. Gucken wir mal, was das... Also ich will jetzt nicht großartig hier Verluste machen, finanziell gesehen, in der Zeit. Ja, ich finde, das ist so vollkommen in Ordnung. Wir machen immer noch plus 15. Ja gut, wenn jetzt auf, wenn wir aufs Wasser gehen, ein bisschen weniger. Das ist aber egal. Und das sind, wie gesagt, 10. Das sind 10.000 und das hier sind dann, haben wir sogar 17.600. Ich denke mal, das muss reichen. So. Er ist nicht beeinflusst. Okay, der muss auch nicht mehr beeinflusst werden. Auch nicht mehr. Ach so, das kam ja auch, glaube ich, durch mein Fest, was ich gefeiert habe.
sind ja sowieso schon die Werte hier gestiegen. Da ist das. So. Das startet. Da ist er noch zugange. Da ist er auch zugange. Ach so. Ja, was machen wir mit ihm? Er hat ja ein bisschen was für uns schon beansprucht. Machen wir das da jetzt, ne? Hoffen wir, dass er das dann noch schafft nach dem... Gesundheit ist sogar gut. Ja, wird er ja wohl... So, hier haben wir unsere Armee. Und jetzt geht's auf nach... Uiuiuiuiuiuiui. Vielleicht erstmal hier nach Thessaloniki. Dann unterstützen wir die hier beim Kampf. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Gibt es irgendwas, was wir noch alles angeheuert? Könnte man auch so eine riesen Söldnerarmee holen. Aber... Nee. Also das Risiko ist mir auch zu groß. Also es passiert ja ganz oft, dass diese ganzen Kreuzzüge im Sande verlaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil die das nicht schaffen. Die KI schafft es nicht, sich so zu koordinieren, dass wir das hier... Muss man sich überlegen, das mongolische Imperium ist mit dabei. Alleine mit fast 60.000 Leuten. Aller Verwalter. Wir haben 215.000 und die 151.000. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, der gewinnt. Das ist doch schön. So, okay. Der ist zwar nordobalisoirisch, aber... Okay, der hat was aufgedeckt, deswegen. Aber er macht weiter. Hier. Aber gegen sie haben wir noch nichts. Wo ist eigentlich unser Schiff? Ich glaube, so weit ist es noch nicht, oder? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Leute, ich habe das Schiff verloren. Ist. Ach, guck mal, da sind wir ja schon. Uiuiuiuiui. Bin ich denn jetzt mit denen sozusagen verbündet, dass ich hier meine... Oder wir machen es so. Wir belagern hier. Können wir doch, ne? Können wir hier belagern? Ja, ne? Okay. 3 Monate. Dann haben wir zumindest schon mal ein Gebiet, wo wir Versorgung auftanken können. So.
mich gerade frage, ist, können wir... Boah, ich habe meinem Sohn ja das Rittersein verboten, ne? Also meinem Spielererben. Da. Aber der ist auch richtig schlecht. Okay. Weil sonst könnte man ja irgendwie gucken, ob der nicht dann so ein Kreuzritter Erfahrungsbonus irgendwie kriegt. Versorgung? Ja, das ist doch super. Gibt's leider nichts finden. Gehen wir doch hier rein. Was wird sie überhaupt? Na da, die Hauptstadt müssen wir auf jeden Fall belagern. Interesse entdeckt. Ja, Entwicklung. Das ist ja auch was, was ich fördern möchte. Von daher passt das schon ganz gut. Wir hätten sogar noch ein paar Soldaten mehr anheuern können. Ja. Eine lokale Armee. Oh, hier könnte ich noch 25.000 ausheben. Und hier 2.000, naja gut. Das sieht schon geil aus. Ich mittendrin. Okay, wir bekommen aber nichts. Das ist einfach nur, wir verlieren nichts, ne? Ja, weil wir das nicht eingenommen haben. Das ist neutrales Gebiet. Oh, nee. Liegt jetzt auch nicht so ganz durch, was jetzt hier Feindesgebiet ist. Aber das ist verbündet hier. Ja, dann lass uns doch dahin gehen. Aber reicht nicht. Dann müssen wir es anders machen. Dann nehmen wir... Oder weißt du was? Wir helfen einfach da. Wäre das nicht das Beste? Ich meine, wir bringen noch 200 Bienen mit. Ja, haben wir eben halbiert.
So. Nächstes. Ah, die gegnerische Armee steht hier. Das ist nämlich noch so eine Parallelarmee. Also. Das ist schon krass hier. Okay, hier wird gar nichts gemacht, weil das gar keine Stadt zum Einnehmen ist hier. Was ist das denn? Nee, aber das wird ja auch nicht eingenommen von denen. Da unten? Ist denn gerade so, ist 200.000 gegen 150.000. Naja, okay. Ja, aber das wird ja irgendwie nicht. Gucken wir jetzt mal, ob das hier eingenommen. Ja, das ist doch eine Burg. Aber hier sagt er, das wird auch eine Burg. Geh mal da nochmal hin. So, aber das wird hier gar nicht. Ist das irgendwie ein neutrales Gebiet oder so? Verstehe ich nicht so richtig. Gehen alle hier hin? Aber hier ist ja nichts. Die Versorgung ist gleich völlig in der Tonne. Was ist das überhaupt für ein Land hier? Herzogtum von Palmyra. Uiuiuiuiui. So. Kommen wir jetzt hier. Ja, hier würden wir jetzt Versorgung bekommen, wenn die mich da alleine stehen lassen. Oh oh. Jetzt auf einmal greifen die an. Was ist denn jetzt passiert? Ja, alle rein! Ich will auch ein Stück. Ich glaube, ich komme zu spät. Schlacht ist vorbei.
Ich war noch kurz drin. Okay, da ist nochmal jemand reingelaufen. Geh bitte dahin. Nein! Was? Ich hatte einen Einfall beim Versuche abverlangt, ja, ne, ach so, ihn zu. Bekommt er. Nee, reicht. Nein. Leute, ihr müsst mir da oben helfen. Das werden sie nicht tun. Kann schon wieder eine Mischkultur bilden. Mit der englischen Kultur, das ist. Nee. Das möchte ich aber nicht. Ich glaube, meine Armee ist damit zerschlagen. Hätte ich doch noch mal Lust, irgendwie 10.000 Leute oder so zu holen. Jetzt kämpfen. Nee, dann würden die kämpfen. Das will ich nicht. Dahin. Ah, na, du auch dahin. Ihr seid ja nur, nur noch 7000 oder so. Nein, jetzt werden wir hier aufgerieben. Oh, warte mal, warte mal. Das ist ja richtig schlecht. Da stehen die ganzen Gegner. Wo sind denn unsere Leute auf einmal alle? Mal schauen. Da sind sie alle. So. Tausend, 11.000. Ich glaube, das schaffen wir da nicht. Oh, 50.000. Ah, okay, hier sind ja noch ein paar mehr. Das? Sehr geübt in dieser Kunst. Ja, dann. Also dann nehme ich auch wirklich immer nur die Besten. So, ja, das steigt jetzt bei euch. So, zusammenfügen.
Ja. Ja, wir müssten mal langsam hier Kriegsgebiet und so, ne? Da oben wird belagert. Ah, das schaffen die aber schnell. Das ist okay. Jawohl, wir haben ein bisschen mehr Vorräte. Okay, meine Armee erholt sich hier auch in dem befreundeten Gebiet. Kann das sein? Tatsächlich. Oh, jetzt sind wir standen aber zu viele. Vielleicht sollten wir mal da so angreifen? Die haben wieder irgendwas. Oder haben die da oben? Ach, die sind am Schlachten verlieren. Der Fluch endet. Das war der ehemalige französische König. Ne, so bringt das wieder nichts. Weil jetzt kommen die alle von da unten. Fehlt noch eine. Ach, zwei sogar noch. Da kloppen die sich da aber auch. Ach, wobei. Nee, das ist rot tatsächlich. Kann er nicht so ganz immer unterscheiden zwischen den roten und den orangenen. Farbenblind. Oder Farbenschwäche. Keine Ahnung. Nee. Ach, guck mal, aber das müssten wir doch einnehmen können, oder? Ich meine, Leute, ihr müsst nur mitkommen. Hier, in den Kampf. Ah, da belagern jetzt auch unsere. Das ist doch schön. Ein Jahr ist beeinflusst, ja. Ah. Können wir aufgeben. So, wen können wir denn noch positiv beeinflussen? Keine Ahnung, wer das ist. Ach so, ist ein Kind. Können wir nicht beeinflussen? Der Herzog von Mann. Man. War das jetzt auch nicht. Die haben alle... Haben trotzdem alle gute Werte. Ja, ich würde mal die gerne einfach so einzeln nach da oben schicken. Ob die da ankommen. Also es wäre, glaube ich, wichtig, dass wir mal ein bisschen hier belagern, damit wir hier die Gebiete haben wegen Versorgung und so. Unsere Gegner sind nämlich sehr gut versorgt. Nur wir natürlich nicht. Gehen da noch mehr rein. Wir müssen jetzt nur alle gleichzeitig, nicht der Reihe nach.
Meine Güte, sind ja nicht gerade die schnellsten, nicht? Jetzt ist wirklich so, dass alle der Reihe nach da reinrennen. Oh Gott. Was ist denn da los? Sie wollen einfach nicht. Sie wollen einfach nicht kämpfen. Das ist so erbärmlich. Ein opulentes Buch. Ich kann mal gucken. Ach, das ist was ich ausstellen kann. Wie mache ich das? Hier so und dann. Was hätten wir denn hier? Prestige, Höfling und Gastmeinung, Entwicklungszuwachs. Prestige. Ah, guck mal. Gesunde Beziehungen. Hat er denn? Oh, Blattern, ja. Ah, der ist schon tot. Okay. Die Leiche könnte Hinweis auf den Ursprung, ja, entweder studiert die Leichen. Dieser Burgunder. Ja, würdevolles Begräbnis, komm. Ich hab gesagt, dahin laufen. Ich glaube mittlerweile, dass das von den Truppen her ja nicht mehr so gut ist. Wir müssen zum Beispiel mal hier so diese 10.000 da irgendwie abfangen. Wäre eigentlich nicht schlecht, dann könnte man die so ein bisschen.
Vier Tagen ist eine Schlacht. Ja, ein paar davon kriegen wir. Ah, wenn jetzt alle da reinkommen. Ja, endlich mal wieder eine Schlacht gewonnen. Dann direkt hier noch so eine Hauptstadt. Die wollen hier gerade zurückbelagern. Was ist denn eigentlich unser Hauptkriegsziel hier? Das ist doch nicht... Das ist alles mongolisches Reich. Aber... Was ist denn unser... Ach hier. Das hier ist eigentlich das Gebiet, ne? Was wir haben wollen. So, und helfen wir da? Oh, da kommt es zu einer Schlacht. Aber das ist Unsinn, da reinzurennen. Ja, jetzt sind leider ist die Versorgung wieder völlig in der Fritten. Wir haben auch irgendwas zurückerobert, glaube ich. Oder vielleicht Schlachten gewonnen, auf jeden Fall. Ist da wieder irgendwas nicht gut. So. Dann lass mal gucken. Jetzt müssen wir uns aufteilen. So. Bekommen wir jetzt Versorgung? Ja, plus 20. Plus 20. Die Armeen regenerieren sich auch ein bisschen wieder. Ja, das reicht ja schon wieder. Natürlich jetzt ewig hin und her gehen, ne? Was haben wir? Oh, hier ist jemand. Hauskatze. Der Bürgermeister. Hauskatze, ja. Interessant, also ein Hund ist häufig, führt häufig dazu, dass man irgendwie... irgendwie Gesundheit bekommt, dann wird es irgendwie ein Laufhund und so. Oh. Malt ist gestorben. Mal gucken, können wir irgendwo noch Kontrolle? Sieht mittlerweile ganz gut aus. Machen wir hier. Oh, es gibt auch einen feindlichen Kriegerorden. So, aber wir müssen immer noch warten. Bringt nichts.
wird sich in 36 auf gut versorgt verbessern. Muss natürlich auch wieder gucken. Wenn die Armeen sich ein bisschen regenerieren, dann habe ich nachher zu viele. Da ist schon wieder eine Schlacht verloren gegangen. Warum ist es hier ein bisschen runtergegangen? Hat niedrige Haltbarkeit. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Kriege. Könnte die Herzogtum von... Oh, soll ich erschaffen? Warum soll ich den erschaffen? Nö. Ah, hier sind die zwei Gebiete, die aus unserem Reich entfernt wurden, weil irgendwelche doofen Erbschaften waren. So. Da steht jetzt nicht so und so viel Tagen. Nee, falsch. So, haben wir fast alles. Vorburgen. 5 Jahre. Na gut. Die anderen blieben hier. Ich hab auch schon 80. Geht doch auch hier. Auch schon mal dahin gehen. Ja. Au. Ich glaube, während ich da so am Tüfteln bin, erobern die da alles wieder zurück. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das Einzige, was wirklich Sinn macht, dass ich versuche, während die sich da alle kloppen, so ein bisschen die Hauptstädte und so anzugehen. Dass man vielleicht auch Leute gefangen nehmen kann oder so, dass die... Das ist ja ein... Was ist das? Ah, zu weit entfernt für Interaktion. Kämpft sie mit? Oder was? Da kann ich jetzt hier nicht richtig sehen.
Können die sich da kloppen und ich, ja, wir verlieren einfach die ganzen Schlachten hier. Die Stadt. Guck mal, Festungsstufe 3. Das müsste... Das geht oft noch... Oder wir machen es so. Dahin, du dahin und dann unterstützt ihr noch ein bisschen. So, nee. Ihr könnt da stehen bleiben und die andere Armee. Ihr geht dahin. Vielleicht auch mal mit einem Belag. Mit mir selbst als Belagerer. Müssen wir nur aufpassen. Warum sinkt das? Oh, okay. Wir sind zu viele geworden wieder. Nee, hat sich wieder zu stark regeneriert. Oh Gott, ich bin hier völlig alleine mittlerweile. Das ist alles... Oh Gott, ja, jetzt haben die da alles wieder langsam erobert. Ja, also ich sehe eigentlich nur die Chance, dass man... Ah, man könnte noch mal einzelne versuchen, irgendwie rauszunehmen. Verbündeter tritt Krieg bei. Ach so, ja, nur weil der eine gestorben ist. Aber dass man irgendwie interessante Leute gefangen nimmt, das wäre halt noch so ein... Wäre halt noch so ein Ding. Wie alt ist eigentlich mein Herrscher hier mittlerweile? 71. Es geht ihm immer noch richtig gut. Der ist in allem gut, nur nicht in Verwaltung. So, und das wäre natürlich jetzt schön, wenn wir jetzt die Armeen irgendwie so austricksen könnten, dass wir nach und nach gegen die kämpfen. Ziehen die wieder alle nach rechts, dann können die hier wieder besser landen. Und
Vielleicht könnt ihr dann hier wieder ein bisschen kämpfen oder so. Auf jeden Fall das, wie gesagt, das Einzige, was mir irgendwie einfällt, dass ich hier so ein bisschen mehr oder weniger heimlich warum sollte ich sie weggeben? Ach so. Oh nein. Nein, ich gebe meine Katze nicht weg. Mehr Kontrolle wurde abgeschlossen und Kultur. Na da, das interessiert mich nicht so. Hier können wir noch ein bisschen helfen. So. Ja, da kommen langsam wieder ein paar Leute. Also hier nochmal 20.000. Verliert der hier auch schon wieder Versorgung. Weil meine Armee sich einfach zu stark regeneriert hat. Ah, ja, schönes Gebiet hier. Euer Hofgenie hat eine Inspiration. Ah, tatsächlich mal einen Gefangenen gemacht. Ich werde bekloppt. Was kann ich jetzt damit machen? Ja, dann soll er mal... So eine Rüstung habe ich auch noch nicht. So. Ja, das ist gut. Die Armee hat sich jetzt ein bisschen geteilt. Also diese Schlachten können wir da durchaus gewinnen. Naja, oder auch nicht. Ach Leute. Naja, schade. Problem ist, hier wurde jetzt Gebiet schon wieder zurückerobert. Oh, minus 49%. Weil einfach minus 82% bei diesen Schlachten ist. Und das Gebiet, was ich eingenommen habe, wird auch langsam schon wieder zurückerobert. Ja, was kann man machen? Okay, da kommen sie langsam. Machen wir mal so. Die Armee hat ja... Warte mal, die spalten wir auch. Oh Gott, jetzt habe ich sie halbiert. Aber okay. Dann gehst du da rüber. Genau, und du bleibst da. Bisschen unsinnig. Ich muss mal kurz auf meine Armee hier. Ja, dann machen wir mal so. Die Armee hier hinten. Das... Weil vielleicht sollte ich das nicht tun. Macht der hier. Genau. Ja. Ah, Gefangene gemacht. Reicht nicht.
Reicht nicht. Und die da kommen irgendwie nicht an. Ich weiß nicht, was die da machen. Dass wir ihnen mehr Verluste zufügen als sie uns. Dass meine Ritter zu wahrer Größe. Dass wir ihnen mehr Verluste. Ja, das finde ich. Das klingt erstmal interessant. Ah, es werden zu viele, die sich da treffen. Ja, wenn die wieder nach da oben gehen. Ja. Wobei, da kommen jetzt nochmal 20.000. Ich treffe nach einem langen Einsatz an meiner Feste ein. Ein weiteres Jahr ist vergangen. Ich bin ein weiteres Jahr älter. Ach ja, 72 schon. Jawohl, ja, Schlacht gewonnen. Und noch eine Schlacht gewonnen. So, und da kommt noch jemand rein. Und gleich die dritte Schlacht.
völlig vernichtet. Hat aber nicht so viele Punkte gegeben irgendwie. Ohne meine Belagerung hätten wir übrigens schon verloren. Vorteil minus 10. Komm mal, wir gehen einfach rein. Oh, ausgeglichen, sagt er. Besitzer hat leichte Schulden. Kriegen wir denn da jetzt ein? Oh, 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 oh. Ah gut, die haben alle meine Verbündeten wieder platt gemacht, glaube ich. Ja, noch eine Armee wieder völlig zerstört. Aber dafür war bei uns da oben auch. Ich glaube, ich gehe hier hin, um das zu verteidigen. Okay, ich meine, da sind natürlich wieder viele. Oh oh. Okay, jetzt sind die alle tatsächlich geflüchtet. Ja, gehen wir mal dahin. Also ich mehr als irgendwie angreifen kann ich nicht, weil ich kann noch mal, was wir noch mal machen können, ist eine Belagerungsarmee abspalten. Was brauchen wir denn da so 3000, ne, würde ich sagen, oder so vielleicht. Dann bekommt die irgendeinen Belagerer. Nee, ich will das nicht selber machen, den hier. Und dann wo nehmen wir denn ein? Hier da oben vielleicht? Achso, das ist die andere Armee. 8000 gehen dahin. So, dann gucken wir jetzt erstmal. Ja, die ziehen da weg. Müssen wir die auch nochmal halbieren. Und eine Armee nach da unten schicken. Krass, der hat die jetzt echt abgefangen. Oh Mann. Warum? Ja, es sind da manchmal so doofe Fehler irgendwie, die passieren.
Schattenfrei. Das ist doch schön. 63.000 sind da oben. Aber die hier unten, die könnt ihr doch vielleicht platt machen, wenn ihr alle euch da so hinbewegen würdet. Ja, ich würde, glaube ich, tatsächlich dann euch nur ein bisschen nach unten bewegen. Ketten von geglätterter Machart. Klingt jetzt nicht so besonders, ehrlich gesagt. Kampfgeschick plus 7. Ja, hier müsste ich jetzt sein, tatsächlich. Dann könnte ich diese Armee da... Aber ich kann ja nicht überall sein. So, wie lange dauert das? 51 Tage bis gut versorgt. Ja, und das hier wird alles wieder aufgerieben. Ja, diese Siege können wir mal wegmachen. Das können wir mal... was gibt's hier noch? Hat niedrige Haltbarkeit. Oh ja, das sollten wir auf jeden Fall reparieren. Gefangene können Lösegeld. Nö, nö, die können da schön bleiben. Bis der Kreuzzug in 120 Jahren mal Blutlinie weihen. Wenn ich genug Hingabe zeige und mir die Gunst des Klerus sichere, kann ich sicherstellen, dass meine Dynastie auf ewig als heilige Blutlinie unter göttlichem Schutz steht. Das machen wir, oder? Ein organisierter Glaube. Ihr kontrolliert eine oder mehr katholische heilige Städte. Boah, krass. Tugend ohne Makel. Ihr erhaltet den Spitznamen der Gesalbte. Ihr erhaltet die Eigenschaft Leitstern. Eifer von Katholizismus. Okay. Ja. Schön. Euch zurückziehen brauchen wir nicht. Hochhalten will ich nicht. Hochhalten will ich nicht. Jagd. Oh Gott, das flippt hier die ganze Zeit rum. So. Ja, da kommen wieder ein paar tausend, aber... Könnt ihr da mal helfen gehen? Ihr bewegt euch schon mal in bessere Position. Ich weiß, dass das das Kriegsziel ist, aber will den so ein bisschen den ganzen Rückhalt hier klauen. Wobei es schon krass ist, ne? Das ist auch noch mongolisches Reich. Dieses mongolische Reich, ne? Ich glaube, das ist einfach das, was das hier gerade völlig... ...17.000. Da rein. So.
Gehen mal in die Richtung, mal gucken. Das ist schon ganz... Ah, die kommen eher da unten rum. Ich meine, das ist ja auch nicht schlecht. Hallo? Sie bitte hier hingehen. Hier bitte auch. Du bleibst mal da so, auf dem Marsch. Was war das? Feind tritt aus Krieg aus. Ah, sehr gut. Zusammenbruch des Reiches. Mit dem Tod von Kaiserin Ogul. Warum ist sie gestorben? Oh, unter mysteriösen... Irgendwas. Haben mehrere Nachfolger Anspruch auf die Position des Großkhans erhoben. Da keiner von ihnen die anderen anerkennt, scheint die Zeit der Mongolen als geeintes Reich zu Ende zu sein. Sie mögen zwar nicht schwach sein, doch sie sind nicht mehr länger unter dem Herrscher des Universums geeint. Hab Dank für eure Güte, Gott. Ja? Das ist tatsächlich etwas, was uns hilft. Jawohl, abgefangen. So. Jawohl, Armee komplett zerschlagen. Also... Dafür habe ich ja wohl hier, was auch immer wir gleich erobern, ja wohl verdient. Kann ich mich hier nicht selbst einsetzen? Nee, ne? Tochter von euch, Cousin, Tochter, Nichte, Cousin, Enkel, Schwester. Ach so, nee, das war ja nur, dass ich dann... Ich könnte dann ja als die Person weiterspielen, ne? Setz unsere Tochter jetzt ein. Also ich bin mal gespannt, ob ich da, ich habe ja wohl so viel hier geleistet, wenn wir es denn dann überhaupt noch schaffen. Ah, sind weggezogen. Ja. Haben wir nicht mehr bekommen. Gehen wir wieder hier hin und teilen unsere Armee wieder hier schön auf. Derzeit kann hier noch was belagert werden. Oder ziehen einfach mal da so hin. Vielleicht der Einzige, der hier noch am Kämpfen ist. Wahrscheinlich. Also hin. Okay, dann kommen wir jetzt da hoch.
Wahrscheinlich zu viele. Gar nicht genau sehen. 10, 20, 30. Jetzt wird er belagert. Hier, an diesen wir jetzt dabei zurückzubelagern. War da nicht irgendwie so ein paar hier einfach von abfangen, während die auf die Linken gehen? Noch sind wir gut versorgt. Müssen wir eigentlich jetzt noch ausnutzen. Man, wir haben jetzt deren Armee so ein bisschen halbiert. Jetzt sind wir schlecht versorgt. Jawohl. Aber die haben hier ein Gebiet wieder zurückerobert. Meine Frau ist gestorben. So. Da müssen wir natürlich mal kurz schauen. Bei uns ist immer noch in Ordnung. Macht es Sinn, nochmal ein junges Genie zu heiraten? Eigentlich nicht, ne? Nein, wir heiraten nicht mehr. So, was gibt's hier noch? Gefangene können Geld geben? Nein. Was machen die da jetzt? Tatsächlich. Aus irgendeinem Grund haben die mich jetzt auch noch angegriffen. Vielleicht um mich so ein bisschen abzulenken hier. Ich würde sagen, wir gehen mal. Gerne wieder hier mein Gebiet hier verteidigen. Das erste Mal seit langem wieder im Plus, was den Kriegsstand angeht. Ich glaube, wir gehen mal dahin. Und unsere andere Armee lagert jetzt da. Schwester ist gestorben. Ja, man merkt schon diesen ganzen Gesundheitsbonus. Ein paar Ansprüche.
Jetzt haben wir auch schon wieder... Irgendwo sind schon wieder Schlachten verloren gegangen. Also müssen wir schnell Pause machen. Ah, das ist jetzt schon... Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Mal dahin. Ah, müssen jetzt einmal umdrehen. Das ist ja krass. Ich habe einfach meine Armee hier reingeschickt und die bewegen die ganze Zeit komplett drumrum. Nein. Ach, das, ist das nicht auch meine Tochter, die ich da... Warum ist sie gestorben? Unter mysteriösen Umständen. Was? War das die Tochter, die ich... Nein, das war eine andere. So, jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken. Ja, die machen hier die Schlacht, das ist super. Aber... Also ihr 3000 irgendwas, ihr könnt einfach mal... Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Felder. Müsste eigentlich gehen, oder? Warte mal, oder? Hier? Nee. Ja, ihr wandert mal dahin. Weißt du was? Und ihr kommt mit. Dann mache ich das jetzt, was ich vorhin gesagt habe, dass ich hier meine Armee hinstelle. Was ist hier los? Sehr geübt. Na dann. So, die haben die Armee auch zerschmettert. Sehr gut. Oh, jetzt sind ja auch wieder einige Armeen von uns. 10.000. Ja, die haben da sogar gerade eine Schlacht gewonnen. Ja, dann... Aber die sollen da jetzt nicht kämpfen. Meine Armee ist hier nicht versorgt. Das funktioniert nicht.
Oh, die haben wirklich gar nichts mehr. In 20 Tagen unterversorgt. Ah, die Schlacht. Nicht schlecht. Die da oben allerdings am Arsch. Aber hier kommt einiges. Ich glaube... Na gut, ich meine, von denen kommt auch wieder was. Hier hinten lief gerade was lang. So, was... Kultur hat... Ja, Plattenpanzer. Ah, ist das hier irgendwas gewesen? Tatsächlich, Plattenpanzer. Oh, interessant. Was macht das? Fähigkeit. Ja, ihr müsst mal ein bisschen kämpfen jetzt. Ich hab... Boah, wir kämpfen schon 10 Jahre fast. Was? So, das war jetzt das, was wir noch hatten. Können wir das noch machen? Aber da wurden wieder Schlachten verloren, da sind die Kriegspunkte wieder runtergegangen. Okay. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ah, warte mal, den will ich da eigentlich einsetzen. Ja, die Schlacht haben wir doch im Sack. Plus 60. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Haben die ein bisschen Zeit hier zu belagern. Da wird gleich einiges fallen.
Das ist nicht schlecht. War jetzt gar nicht so mein Plan, aber... Ich muss meine Armee langsam wieder hier ein bisschen... Ah, von da rechts. Ja, da kommen sie jetzt. Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich habe keine Versorgung. Inas. Sanftbrote. Ja, okay, jetzt wollen die schon dahin. Dann gehen mit da rein. Mit da rein, mit da rein. Dann müssen wir nur gucken, dass wir hier einen guten... Jetzt aber... haben. Geht nicht. Ich glaube, ich habe zu viel gewechselt. Ein Motto für die Ewigkeit. Ja, machen wir. Ah, warte mal. Alle zusammenfügen. Und einfach mal einen Schritt nach hier unten gehen. Ja, kommt. Kommt. Wenn ich hier kämpfe, zwar jetzt keine Ahnung wer, aber passt schon. Ja. Und so, ich würde gerade sagen, so schnell wendet sich das Blatt. Also wir haben gerade plus 75%. So, jetzt müssen wir... gucken, dass wir uns hier irgendwo positionieren können. Bis dahin.
reicht immer alles nicht. Ah ne, dann dahin. Glaube ich. Ah, ich sehe auch so wenig, weil zu viele Armeen hier auf dem Haufen sind. Kannst ja mal gucken, ob das... Ah. Oh, tatsächlich. So. Oder? Ich frage mich echt, was die hier machen. Die hätten hier die ganze Zeit alles schon belagern können. Wir haben nichts davon umgesetzt. Wandteppich von Kaiser Morfach. Wunderschön. Sieg! Da, meine Tochter hat das Königreich bekommen. Alle Titel im Zielkönigreich wurden begünstigt aufgesetzt, basierend auf der Beteiligung. Alle Titel im Zielkönigreich. Okay. Ich bekomme 1741, ja. 1036, 4000. Eifer ein bisschen gesunken, Eifer ein bisschen gestiegen. Aber nur 20%? Was ich alles gemacht habe. So. Alle auflösen, oder? So, das hier hat jetzt meine Tochter geerbt. Jazira. Kreuzritterkönigin. Oh. Übrigens, wenn sie stirbt, bekommt das mein Sohn. Dann fällt es mir zu. Ha. Das wäre natürlich verlockend. Aber gut, das ist dann die Geschichte für ein anderes Mal. Ich glaube, wir haben... Ja. Alles, was wir machen konnten, gemacht. Sagenumwoben bin ich mittlerweile. Also höher geht's nicht. Glaubensikone. Wir haben sehr viel Geld. Ja, wir haben auch die ganze Zeit immer Plus gemacht. Uns geht es immer noch sehr gut. Ah, gut, also in Ordnung. Oh, ich habe hier eine Verwaltung verloren. Egal. Ja, ich würde sagen, damit haben wir das erstmal. Jetzt nochmal eben ein paar Sachen durch. Das Reich verliert Land. Ach so, wenn er das erbt. Nee. Mal. Oh, das ist natürlich jetzt auch eine Sache. Also wenn er jetzt... Ich muss ihn zu einem König machen. Ich muss ihn zu einem König machen, sonst verschwindet der hier. Falls sie stirbt. Haben wir ja gerade gesehen. Okay, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ansonsten, ja, würde ich sagen, das ganze Gefängnis und so weiter... Wobei ich glaube, wir haben gar nicht. Ah, doch. Ein paar Gefangene haben wir gemacht. Das gehen wir dann durch beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das war's erstmal. Ja. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch
Alles Gute, man sieht sich. Ciao.